Hallo, ich begrüße Sie zur Pressestunde an einem außergewöhnlichen Palmsonntag, an dem kaum Osterfreude aufkommt. Zumindest in Ostösterreich zählen wir die Stunden bis zur verordneten sogenannten Osterruhe oder etwas deutlicher, der nächste Lockdown ist schon da. Die alles beherrschende Corona-Krise ist ein Thema, das auch unseren Gast fordert. Kardinal Christoph Schönborn, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich an einem Feiertag heute Zeit nehmen für uns. Ich freue mich auf eine spannende Runde mit meiner Kollegin Doris Hellenberger-Fleckl von der Wochenzeitung Die Furche. Grüß Gott. Herr Kardinal, noch nie in Friedenszeiten hat eine Regierung so massiv in Grund- und Freiheitsrechte eingegriffen wie jetzt wegen dieser Corona-Krise. Am Anfang gab es so etwas wie einen nationalen Schulterschluss. Inzwischen wird vor allem gestritten. Die Nahtstellen der Gesellschaft ächzen unter dem Druck von Angst und Ratlosigkeit eigentlich. Sie haben am Anfang die Arbeit, die Zusammenarbeit auch mit der Regierung gelobt. Wie sehen Sie das jetzt? Ich lobe Sie weiterhin. Ich habe diese Woche in einer Glosse geschrieben, ich beneide nicht die Verantwortungsträger in unserem Land. Und es ist sehr leicht zu kritisieren, wenn man aber Entscheidungen treffen muss und die Regierung muss Entscheidungen treffen. Das ist extrem schwierig, riesige Verantwortung. Und die Frage, was ist zu viel, was ist zu wenig, wo hätte man lockerer lassen müssen, wo hätte man mehr anziehen, zuziehen, zusperren müssen. Ich möchte diese Entscheidungen nicht treffen müssen. Tatsache ist aber, dass ganz viele Menschen sehr müde sind, um es vorsichtig auszudrücken, oder auch verzweifelt, die Aggressionen steigen. Heute vor einem Jahr, ziemlich genau, sind wir einander schon gegenüber gesessen im Erzbischöflichen Palais damals. Das war sozusagen auch ein Höhepunkt dieser Krise, wo sich so dargestellt hat, dass die Straßen leer waren. Gespenstische Stille war das. Das Bild des Papstes auf dem vereinsamten Petersdom ist um die Welt gegangen. Heute merkt man auf den Straßen nicht sehr viel, aber man merkt es auf den Intensivstationen, wo sich die Lage zuspitzt. Das heißt, wie bringt man die Menschen dazu, jetzt noch durchzuhalten und den Ernst der Lage zu erkennen? Haben Sie hier eine Botschaft? Wir haben alle dieselbe Wirklichkeit, der wir uns einfach stellen müssen. Und die Wirklichkeit ist, dass auch nach einem Jahr die Krise nicht vorbei ist. Und das ist kein großer Trost, aber es ist ein Faktum. Es ist weltweit so. Ich bin in Kontakt mit Brasilien, mit Peru, mit zwei Ordensschwestern, die dort hervorragende Arbeit in den Armenvierteln leisten. Das ist jedes Mal erschütternd, wenn sie mir berichten, wie in Brasilien, wie in Peru die Pandemie sich auswirkt für die Menschen. Und sie ist da. Sie ist da. Wir haben keine Wahl. Wir können sie nicht wegpusten, wegblasen. Wir wünschen sie uns weg. Und die einzige Art und Weise, wie wir durch diese Pandemie kommen, ist die Hoffnung, dass es gelingen wird, sie einzudämmen. Wenn man in die Geschichte schaut, die Pest, die viel dramatischer war, weil sie sehr viel mehr Todesfälle gebracht hat, aber die Situation war ähnlich. Der Schrecken vor dieser Epidemie, nur die waren damals lokal. Jetzt ist es eine Pandemie und ist wirklich die ganze Welt. Die Restriktionen, die uns auferlegt sind, sind natürlich Eingriffe in die Freiheitsrechte. Das stimmt. Ja. Aber was ist die Alternative? Haben wir eine andere Wahl? Das ist immer wieder die Frage, vor der, ich weiß nicht, unser Gesundheitsminister steht und die Bundesregierung steht, die Ärzteschaft, die Experten und wir alle. Ich kann nur sagen, dass, wie ich selber versuche, damit zu leben, man ist überdrüssig, ich bin müde, obwohl ich persönlich sagen muss, ich bin dankbar, für mich ganz persönlich für die Corona-Zeit, weil ich zwei sehr schwere Erkrankungen hatte im Jahr 2019 und das Jahr 2020 mir eine Ruhe
Phase ermöglicht hat, in der ich mich wirklich erholen konnte. Und ich bin heute gesünder, als ich vor einem Jahr war, als wir zusammensaßen bei der damaligen Pressestunde. Dazu muss man sagen, Sie sind geimpft, Sie sind eine Hochrisikoperson, hatten Lungeninfarkte. Viele andere warten noch immer auf Ihre Impfung und kritisieren hier auch ein intransparentes Management. Verstehen Sie hier den Ärger? Den verstehe ich sehr. Ich erinnere mich aber an die Zeit, als die Impfungen begonnen haben. Da war noch die Impfskepsis sehr groß in unserem Land. Ich habe, wie man mich kritisiert hat wegen der Tatsache, dass ich geimpft worden bin, habe ich gesagt, es ist beachtlich, dass der Impfneid in Österreich zu wirken beginnt. Ja, das ist ein Zeichen, dass die Bevölkerung doch in großer Mehrheit einsieht, dass das Impfen notwendig ist. Ich habe das schon in der Silvesteransprache letztes Jahr gesagt. Bitte lassen Sie sich impfen. Ja. Jetzt haben wir die Verzögerung mit den Impfstoffen. Aber ich erinnere auch daran, was der Professor Christoph Huber mir gesagt hat, der Erfinder von BioNTech, Gründer von BioNTech und großartige österreichische Wissenschaftler. Er hat gesagt, es ist ein Wunder, dass wir in so kurzer Zeit Impfstoffe haben. Sie haben den Impfneid angesprochen. Diese Krise hat ja auch eine globale Dimension. Auch die haben Sie angesprochen. Jetzt fordert der Papst da internationale Solidarität bei der Vergabe der Impfstoffe. Auch die Weltgesundheitsorganisation verlangt Solidarität. Allein die Wirklichkeit sieht anders aus. Ein Moment trauriger Klarheit. Ja, und es ist auch für uns eine Einladung, mal uns daran zu erinnern, dass wir in einer globalen Pandemie sind. Und ganz nüchtern gesagt, selbst wenn Europa total durchgeimpft ist, aber die anderen Länder es noch nicht sind, sind wir nicht aus dem Schneider. Was halten Sie dann von so Maßnahmen wie die Europäische Union hat ja jetzt angekündigt, dass sie eben den Export von Impfstoffen zumindest strenger regulieren oder überhaupt Exportstopps verhängen will? Die Frage ist, ob es uns gelingt, etwa über die Weltgesundheitsorganisation der UNO wirklich eine globale Solidarität zu praktizieren. Und das fordert der Papst, das fordert die WTO, Weltgesundheitsorganisation, und zu Recht. Denn die Pandemie ist dann überwunden, wenn sie weltweit überwunden ist, weil sie zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wirklich eine globale Pandemie ist. Wir werden nicht zu normalen Beziehungen zurückkehren können, wenn das nicht gelingt. Derzeit ist es so, dass bis Ende Februar 3/4 der weltweit verfügbaren Impfstoffe in 10 Staaten verimpft worden sind. Also wir sind weit entfernt von dieser globalen Solidarität. Vor allem der globale Süden wird wahrscheinlich noch lange darauf warten. Problematik bezüglich Solidarität gibt es auch auf europäischer Ebene. Auch hier ist man sich nicht grün, wie hier Fairness gelingen soll. Hier hat es einen viel kritisierten oder diskutierten Vorstoß des Bundeskanzlers Kurz gegeben. Haben Sie diesen Vorstoß verstanden? Ich verstehe jeden, der auch an sich selber denkt. Und ich gestehe, ich war sehr dankbar, als ich die Möglichkeit hatte, mit meinen Vorerkrankungen eine Impfung zu bekommen, ja. Obwohl ich noch nicht über 80 bin. Ja. Ich kann das nachempfinden. Irgendwo diese Erleichterung, ich bin geimpft. Ja. Und dass das national auch ein Anliegen ist. Dass natürlich die österreichische Regierung möchte, dass möglichst bald alle Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit haben, geimpft zu sein. Und natürlich, dass Europa das wünscht, möglichst bald für ganz Europa. Nur die Realität sieht halt anders aus. Es geht nur in einer globalen Solidarität. Und dieses Abwägen zwischen den unmittelbaren Bedürfnissen, ich denke, jede Familie schaut darauf, zu Recht, dass
einmal ihre eigenen Mitglieder geschützt werden. Ja? Der Opa, die Oma, die Kranken. Das ist berechtigt. Man nennt das in der klassischen Lehre den Ordo Caritatis, die Ordnung der Nächstenliebe. Ja? Ich muss natürlich zuerst auf meine eigene Familie schauen. Aber die Kritik ist ja dahingehend gegangen, dass man die eigenen Hausaufgaben nicht gemacht hat oder Versäumnisse gehabt hat bei der Impfstoffbestellung und dann sozusagen einen Sündenbock auf europäischer Ebene gesucht hat. Es ist sehr leicht, im Nachhinein zu sagen, das hätte man anders machen sollen. Wir hatten niemand hatte eine Erfahrung mit einer Pandemie. Das ist ein erster Fall und hoffentlich auch der letzte. Und dass vielleicht bei der Impfstoffbeschaffung man nicht schnell genug war, mag sein, ich kann das nicht beurteilen. Nur soll man nicht so tun, als wären die jetzt die Verantwortung tragen, alle völlig daneben gewesen. Sie haben sich beraten, sie haben mit Experten gearbeitet und tun es weiter. Gescheiter sind wir alle danach. Aber ganz konkret, für die Kirche sind alle Menschen gleich. In Österreich haben wir eine österreichische Gesundheitskasse und zum Beispiel diese Krise wird auf Länderebene vor allem der Impfplan durchgeführt. War das schlau, da nicht zentral über Bundeskompetenzen das zu regeln, sondern das bei den Ländern zu belassen, was dazu führt, dass die Regelungen, wer wann drankommt, völlig unterschiedlich sind? Das versteht ja niemand. Vieles versteht man nicht an unserem föderalen System. Und trotzdem ist das Ausgewichten zwischen Zentralstaat und Bundesstaatlichkeit ist ein Grundprinzip unseres Landes. Ja. Und das ist natürlich immer auch ein Kräftespiel. Ich komme aus Vorarlberg, ich verstehe, dass der Landeshauptmann von Vorarlberg natürlich schaut, Vorarlberg will immer ein Musterland sein. Ja, und es ist klein und man kennt sich, man hält zusammen, hat auch vielleicht ein bisschen mehr Disziplin als andere Bundesländer, will ich jetzt nicht behaupten, als Vorarlberger. Ja, dieses Austarieren zwischen Bundeskompetenz und Länderkompetenz, ich erinnere daran die Diskussionen über die Bundesreform. Ja. Das wird wahrscheinlich zu weit führen, wenn wir jetzt die Bundesreform durchdiskutieren. Aber was mich noch sehr interessieren würde, ich habe schon angesprochen, die Stimmung droht zu kippen. Immer mehr Menschen demonstrieren. Unter diesen Personen, die demonstrieren, mischen sich unterschiedliche Gruppen, besorgte Bürgerinnen und Bürger, aber auch de facto rechtsextreme Neonazis, Leute, die sehr verqueren Theorien anhängen. Manche tragen einen Judenstern und stilisieren sich sozusagen als Opfer. Man sieht manchmal auch, sage ich mal, antisemitische Untertöne. Wie nehmen Sie denn das wahr, wie hier auch argumentiert wird? Ich sehe das genauso, wie Sie sagen, die Stimmung kann kippen. Es ist eine zunehmend gefährliche Situation und man kann es niemandem verargen, wenn in einer Welt, in der die digitalen Medien eine riesige Rolle spielen, wenn Verschwörungstheorien im Internet blühen und Menschen den Eindruck haben, sie werden von der ganzen Welt betrogen, das ist alles Mumpitz, das stimmt alles so nicht. Das sind Reaktionen aus der bedrängten Situation heraus. Wenn man nachliest, wie das in der Pestzeit war, es ist hochinteressant, ich habe den berühmten Manzoni, I Promessi Sposi, der große italienische Roman über die Pest in Mailand. Ja. Was da an Verschwörungstheorien herumzirkuliert hat, wer da alles beschuldigt worden ist, das ist ganz spannend, das heute zu lesen. Das ist eine Situation, die Besorgnis erregt. Ich möchte sie aber nicht überdramatisieren. Der ganz große Teil der Bevölkerung reagiert vernünftig. Ich bin beeindruckt, wie
doch im Großen und Ganzen die Maßnahmen akzeptiert sind, wie man damit lebt. Ich habe es neulich erlebt bei mir im Büro. Ich komme in der Früh ins Büro und eine Mitarbeiterin kommt auch gerade herein und ich frage sie, wie war das eigentlich? Erinnern Sie sich, vor einem Jahr, wenn wir ins Büro gekommen sind in der Früh, haben wir uns da die Hand gegeben? Was mich interessieren würde, die Rolle der Kirche im vergangenen Jahr war ja auch interessant, beziehungsweise wurde diskutiert, nämlich es, eine Zeit der Krise ist ja auch eine Zeit der Sinnsuche und der Zeit, wo es eigentlich für die Kirche darum ginge, ihre ureigenste Aufgabe zu erfüllen, Trost zu spenden etc. Viele haben das so empfunden, dass hier auch die Systemrelevanz der Kirche angefragt war. Manche haben gesagt, man hat zu wenig gemerkt, man war nicht nah genug an den Menschen. Wie sehen Sie im Nachhinein die Systemrelevanz? Hat sich die Kirche, die katholische Kirche, als systemrelevant erwiesen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es war der strenge erste Lockdown für viele, die in der Seelsorge tätig sind, also Spitalseelsorgerinnen und Priester, eine ganz schwierige Zeit, weil sie nicht zu den Patienten konnten. Ja. Und Menschen gestorben sind, die gerne einen priesterlichen Beistand oder einen seelsorglichen Beistand gehabt hätten und es nicht haben konnten. Das hat sich ja inzwischen gebessert. Inzwischen hat man gelernt, damit umzugehen. Das Zweite, was natürlich sehr schmerzlich war, dass sehr viele kirchliche Feiern ausgefallen sind. Kirchliche Hochzeiten konnten nicht im großen Rahmen gefeiert werden, nur im allerkleinsten Rahmen. Jetzt ist es wieder möglich, ja. Begräbnisse, Erstkommunionen, Firmungen etc. Alles das war extrem zurückgefahren. Und das macht natürlich vielen die Sorge, ich teile diese Sorge, wie wird das danach sein? Werden wir sozusagen auf einer klein geschrumpften Gottesdienstgemeinde landen? Es gibt ja Leute, Thomas Halleck, der intellektuellen Priester aus Prag, hat ja gesagt, die leeren Kirchen waren auch ein Sinnbild dafür, was eigentlich sich davor schon längst abgezeichnet hat. Hat er recht? Er hat recht. Wir leben seit Jahren, erleben wir einen ganz starken Rückgang der religiösen Praxis. Ja? Nicht der Spiritualität, aber der religiösen Praxis, der kirchlichen Praxis. Das ist ein Faktum und das ist natürlich durch die Corona-Krise noch einmal deutlicher geworden. Aber andererseits erleben wir auch, dass die digitale Möglichkeit, Vernetzung, ganz erstaunliche Früchte zeigt. Ich habe im ersten Lockdown jeden Tag aus der Bischofskapelle die Messe übertragen. Da waren täglich über 1000 Teilnehmer. Wir haben die Osterliturgie aus dem Stephansdom nur digital übertragen. Das heißt, der ORF, Gott sei Dank, sei dem ORF gedankt, hat übertragen. Wir hatten für jeden der Ostergottesdienste über 300.000 Teilnehmer. Da habe ich jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zum nächsten Thema kommen, nämlich, dass die Kirche, dass die Religionsgemeinschaften Gottesdienste veranstalten, also Veranstaltungen, stößt ja bei manchen auch auf Kritik. Es gibt jetzt eine Verfassungsklage von einer Initiative, Florestan heißt das, rund um den Dirigenten Florian Krumböck, die sagt, man versteht nicht, warum hier das Grundrecht auf Kultur sozusagen nicht so hoch, so schwer wiegt wie das Recht auf Religionsfreiheit. Verstehen Sie diesen Ärger und können Sie erklären, woher hier diese Bevorzugung sozusagen der Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften kommt? Ob das eine Bevorzugung ist, kann ich nicht beurteilen, denn die Maßnahmen, die Regeln, die wir für die Gottesdienste haben, sind so streng. Und, sind die in der Kultur auch streng, würde man sagen? Ich bin Mitglied der Gesellschaft der Musikfreunde. Ich kann seit über einem Jahr nicht in den Musikverein gehen. Es tut mir unglaublich weh, nicht nur für die Künstler, sondern auch für alle Kunstliebhaber. Ich habe mit Begeisterung das erste Live-Konzert aus dem Musikverein, aber vielleicht ohne Publikum, mit dem Daniel Barenboim erlebt.
mir sind die Tränen gekommen, dass wieder Musik ist im Musikverein. Ich wage das nicht beurteilen, warum Theaterkonzerte etc. so restriktiv behandelt werden. Ich kann nur sagen, für die Religionsgemeinschaften, das gilt für alle Religionen, die in Österreich anerkannt sind, also auch Muslime, Juden etc. Wir haben immer in Absprache mit der Regierung und in gegenseitiger Absprache die Sicherheitsmaßnahmen besprochen und unter diesen Sicherheitsmaßnahmen dann auch sehr reduziert Gottesdienste gefeiert. Aber das heißt, Sie wären für eine etwas liberalere Vorgangsweise, was die Kultur anbelangt? Ich sehne mich danach. Ich wage nicht zu beurteilen, was die Gründe, die Kriterien der Experten und der Regierung sind, hier so restriktiv zu sein. Aber ich sehne mich danach, wieder in ein Konzert gehen zu können. Mein Bruder ist Schauspieler und sie proben. Sie haben jetzt schon 6 Theaterstücke in der Josefstadt in der Schublade durchgeprobt und sie können nicht spielen. Ja, aber ich wage nicht zu sagen, da macht die Regierung einen Fehler. Dazu fehlt mir die Kompetenz. Ich sehne mich nur danach. Wo ganz sicher Fehler gemacht wurden, das ist die Situation in den Pflegeheimen, zumindest anfangs. Wo war denn da die Kirche? Es gab auf jeden Fall die meisten Todesopfer in den Pflegeheimen zu beklagen. Wie konnte so etwas passieren in einem der reichsten Länder der Welt, dass man die Alten da alleine lässt und nicht ausreichend schützt? Ja, das ist im Rückblick sicher mit die schmerzlichste Feststellung über die erste Phase der Corona-Krise. Auch für die Seelsorge war das ein ganz Wunderpunkt. Ich konnte einen sterbenden Priester besuchen im Spital mit einer Sondererlaubnis, mit allen Schutzmaßnahmen. Aber die normale Spitalseelsorge war eine ganze Zeit lang wirklich sehr behindert. Und natürlich für die Familien war es besonders schmerzlich. Ich habe einen Bekannten in einer Wiener Pfarre, der mir gesagt hat, Gott sei Dank ist meine Frau vor Corona gestorben. Ich hätte sie nicht besuchen können im Spital. Aber es heißt immer, diese Viruskrise lässt Problemfelder wie im Brennglas noch größer erscheinen. Ist das nicht schon auch symptomatisch für unsere Zeit und auch unsere Gesellschaft, dass jetzt in dieser Krise eben offenbar wird, dass man bei den Pflegeheimen am falschen Platz gespart hat in der Vergangenheit und nicht vorbereitet war? Und auf der anderen Seite muss man sagen, der ganze Beginn der Maßnahmen war, um die älteren Menschen in unserer Gesellschaft zu schützen. Das war ja das Argument, warum die restriktiven Maßnahmen getroffen wurden, warum die Enkel nicht die Großeltern besuchen konnten. Und ich habe das auch, es hat mich auch beeindruckt, dass es doch einen breiten Konsens in unserer Gesellschaft gibt, dass die alten Menschen zu schützen sind, dass ihr Leben nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Dass es dann trotzdem gegenteilige Effekte gehabt hat, das war ja nicht geplant. Mitten in der Corona-Krise macht die Kirche wieder einmal negative Schlagzeilen. Es geht um die Verweigerung, homosexuellen Paaren den Segen zu spenden. Jetzt schreibt zum Beispiel das Nachrichtenmagazin Profil, der Vatikan verliert seine moralische Autorität. War das vernünftig, in dieser Zeit so eine Diskussion loszubrechen? Zahlt sich das aus? Ich habe mich dazu bereits geäußert und sage es noch einmal. Glücklich war ich nicht weder über den Zeitpunkt noch über die Art der Kommunikation. Das Anliegen kann man mit guten Argumenten vertreten. Es ist aber so schlecht drüber gekommen, dass eigentlich nur das Nein gehört worden ist und das Ja, das dahinter eigentlich intendiert war, nicht gehört worden ist. Aber das sollte eine Einrichtung wie die Kirche auch beherrschen, die richtige Kommunikation. Ja, und da ist in der Kommunikation
Kommunikationsfehler passieren überall, aber das war ein eindeutiger Kommunikationsfehler, ausgerechnet nach der grandiosen Reise des Papstes in den Irak, darauf weltweite Beachtung gefunden hat, ist jetzt alles, zumindest bei uns, überlagert mit diesem Thema, das wirklich nicht ein zentrales Thema ist. Für viele Menschen ist es doch zentral, die betroffen sind. Aber was mich noch interessieren würde, Sie sind selbst Mitglied der Glaubenskongregation. Und dieses Papier ist von der Glaubenskongregation. Das heißt, was ist hier gelaufen, dass Sie das nicht... ist das hinter Ihrem Rücken passiert? Wie kann man sich das vorstellen, dass es zu so einem Papier kommt, ohne Ihr Mitwissen? Ich bin seit 25 Jahren Mitglied der Kongregation. Es gibt einen sogenannten Kardinalsrat, der eigentlich das Leitungsgremium der Kongregation ist. Der wird für die großen Themen befragt und da beraten wir auch. Wir haben jetzt vermutlich zum ersten Mal, hoffentlich gelingt es, wieder eine Präsenzsitzung im Mai, wenn es gelingt. Ich habe es sehr bedauert, dass dieses Thema, das doch sehr heikel ist, nicht im Großen Rat beraten worden ist. Es ist Routine, dass Fragen beantwortet werden von der Kongregation. Das war eine Anfrage und die Kongregation hat darauf eine Antwort gegeben. Ja. Gut, jetzt haben Sie gesagt, grundsätzlich die Kommunikation ist nicht gut gelaufen, aber im Inhalt, vom Inhalt her stehen Sie hinter dem Papier. Da gibt es natürlich viele, die das ganz anders sehen. Es hat zahllose Theologinnen und Theologen gegeben, die das scharf kritisiert haben, die auch gesagt haben, da ist man eigentlich schon weiter. Man muss sich auch an den wissenschaftlichen, anthropologischen Erkenntnissen orientieren. Auch im Zweiten Vatikanum hat es, was jetzt zum Beispiel auch das Eheverständnis grundsätzlich betrifft, um das geht es ja eigentlich im Papier, eine Änderung gegeben. Da geht es sich nicht mehr rein um Fortpflanzung, sondern um die Liebe. Und auch zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren gibt es ja Liebe. Und um das wäre es ja gegangen bei dieser Segnung. Also inwiefern verteidigen Sie auch inhaltlich dieses Papier? Nein, ich stehe zu dem Kernanliegen, ganz klar. Ich glaube aber, dass man das Ja zur sakramentalen Ehe, das ist etwas Heiliges, und das wird immer etwas Heiliges sein, das Ja zur sakramentalen Ehe, wie sie von der ersten Seite der Bibel her uns vertraut ist, dass Gott den Menschen schuf als Mann und Frau und dass wachset und vermehret euch. Für die jüdische Tradition ist das überhaupt das erste Gebot, das Gott in der Bibel gegeben hat. Ja. Und das ist etwas Heiliges und Schützenswertes. Und es ist auch soziologisch gesehen, ich habe meinen Frank Schirmacher mitgebracht, weil ich dieses Buch mit großer Faszination gelesen habe. Es ist schon ein paar Jahre älter, Bestseller Minimum, ein Plädoyer eines Soziologen, lupenfrei, völlig frei von religiösem Hintergrund, ein grandioses Plädoyer für die Familie als Überlebensnetzwerk in der heutigen Zeit. Aber Herr Kardinal, das Plädoyer für die sakramentale Ehe ist das eine, das andere ist, dass viele nicht verstehen, warum es nicht einmal möglich ist, diese Paare zu segnen. Man sagt zugespitzt, es werden bis zu Waffen gesegnet und man versteht nicht, warum das nicht möglich ist, Menschen, die einander lieben und auch treu sein wollen, zu segnen und etwas Gutes zuzusprechen. Ich habe in meiner Stellungnahme dazu einen einfachen Vergleich gebracht. Meine Mutter geht jetzt auf ihren 101. Geburtstag zu. Ich werde hoffentlich bei ihr sein können zum 101. Geburtstag. Und immer, wenn ich weggehe, bekomme ich von ihr einen Segen. Ja. Und ich bin sicher, sie würde mir auch ihren Segen geben, wenn ich in anderen Lebensverhältnissen wäre. Und die Kirche ist, wie die Tradition sagt, Mater et Magistra, Mutter und Lehrerin. Sie ist ihr Auftrag zu lehren. Jesus hat gesagt, geht hinaus und lehrt alle Völker. Ja, es ist ein Auftrag. Aber zuerst ist sie Mutter. Und ich kenne viele Menschen, die gleichgeschlechtlich empfinden und lieben. Und für die
dieses Wort aus Rom eine schwere Verletzung war, weil sie das Gefühl gehabt haben, hat diese Mutter keinen Segen für mich? Ja? Kann eine Mutter mich ohne Segen lassen? Ich war dieser Tage bei einem lieben alten Freund, der geht auch auf 100 dazu, der 60 Jahre lang treu in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gelebt hat. Ja. Da muss ich auch meiner lieben Mutter Kirche sagen, ja, ist das nicht ein Wert? Ja, ist das nicht etwas, wovor ich mich auch verneige? Und da muss ich auch kirchenintern sagen, bitte, redet weniger über Sexualität und mehr über Liebe. Redet mehr über gelungene Beziehung und weniger über das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Und deshalb verstehe ich auch, dass viele Priester-Seelsorger hier sehr enttäuscht reagiert haben. Ja. Ein sehr prominenter Mitarbeiter von Ihnen, der Wiener Dompfarrer Toni Faber, sagt, er wird und würde homosexuellen Paaren den Segen nicht verweigern. Sind Sie da einer Meinung mit Ihrem Dompfarrer? Mein Verhältnis zum Dompfarrer Toni Faber ist ein sehr gutes. Wir haben unterschiedliche Rollen, ja, und er macht vieles in seiner Rolle sehr gut. Manches kritisiere ich auch intern, ja, mache ich jetzt nicht hier. Aber auch hier muss man genauer hinschauen. Geht es bei einer bombastischen Hochzeit, ja, nur darum, dass die Orgel braust, dass man mit der weißen Kutsche vorfährt, dass es ein tolles Fest ist, oder geht es wirklich um den Segen? Und das gilt für jede Art von Partnerschaft. Darum habe ich in meiner Stellungnahme auch gesagt, wenn es um die Show geht, dann wird das Segnen zu einem Absegnen. Und da bin ich skeptisch. Ich denke an viele Beispiele, die ich erlebt habe, wo ich sage, ja, ich wünsche euch, dass eure Beziehung gelingt. Und das gilt natürlich auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ich wünsche es euch. Und ich wünsche euch, was heißt segnen? Benedizere. Ja. Aber wenn Sie sagen, wenn es nicht nur Show ist, dann ist es auch schwierig, wenn die Kirche das beurteilen kann, ob es jetzt nur Show ist. Der Punkt ist, Sie sagen, wenn die Menschen einen Segen wollen, einen ehrlichen, ehrlich sind, dann wollen wir ihnen diesen Segen nicht, kann man ihnen den nicht verweigern. Nur das Problem bei diesem Papier ist ja, dass die Menschen womöglich gar nicht mehr kommen. Also dass sie nicht mehr kommen zu dieser Kirche, weil sie das als Schlag ins Gesicht empfinden und sagen, ich brauche das einfach nicht mehr. Das ist die Situation von vielen Menschen. Ich weiß das, ja. Und deshalb war ich nicht, ich habe es gesagt, ich war nicht glücklich, so sehr ich den Kern dieses Dokumentes für richtig halte, aber die Art, wie es gesagt worden ist, war oder ist zumindest sehr verletzend rübergekommen. Und ich glaube, da darf man durchaus auch sagen, bitte, es gibt Verbesserungspotenzial in der Kommunikation. Eine andere, nicht weniger schwierige Baustelle der katholischen Kirche ist der Umgang mit Missbrauchsvorwürfen. Immer wieder kommen neue Verdachtsmomente. Und ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass da vielen Mitarbeitern, sage ich jetzt einmal in der Kirche, auch der moralische Kompass fehlt. Sie waren vor einem Vierteljahrhundert auch einer der Ersten, die das sehr offen angesprochen haben. Warum ändert sich da so wenig? Oder liegt das einfach in diesen doch sehr verkrusteten auch Machtstrukturen der Kirche? Zuerst einmal einfach eine statistische Feststellung, die nachlesbar ist. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Missbrauchsfälle, zumindest der bekannt gewordenen, ganz radikal gesunken. Schon in den 90er Jahren. Die Mehrheit der Missbrauchsfälle, über die es gegangen ist, sind aus einer Zeit, in der die klerikale Macht
wirklich problematisch war. Wo, falls betroffene Jugendliche vor allem den Eltern gesagt haben, der Herr Pfarrer hat, dann haben die eine Ohrfeige bekommen, denn der Herr Pfarrer ist sakrosankt. Denn, sowas macht der Herr Pfarrer nicht, leider. Er hat es gemacht. Und es hat eben eine Zeit gebraucht, bis insgesamt in der Gesellschaft das Thema Missbrauch so weit öffentlich geworden ist, dass Menschen sich getraut haben zu sagen, ja, ich bin missbraucht worden. Und Gott sei Dank hat die Gesellschaft hier einen offeneren Umgang damit gelernt und die Kirche, ich glaube, sagen zu können, auch. Wir haben 1998 schon die Ombudsstelle gegründet. Ja, waren die, glaube ich, die ersten in Österreich, die eine Ombudsstelle für Missbrauch gegründet haben. Das hat Helmut Schüller damals als mein Generalvikar gemacht. Wir haben als erste eine Kommission erbeten, nicht gegründet, sondern eine unabhängige Opferschutzanwaltschaft. Ich habe damals die Bundesregierung gefragt, wir würden uns einer staatlichen Kommission unterstellen. Bitte macht eine staatliche Kommission. Der damalige Bundeskanzler, Name spielt keine Rolle, er hat das nicht gewollt und ich kann es verstehen, denn dann hätte man alles prüfen müssen. Apropos prüfen, ein Hauptkritikpunkt ist ja Transparenz und das spitzt sich in Deutschland ganz erheblich zu im Moment, um es vorsichtig auszudrücken. Es gibt einen unglaublichen Ärger und Empörung über sowas wie wirklich systematische Vertuschung von diesen Fällen. Also da ist der Erzbischof sozusagen von Köln, Rainer Wölki, schwer in der Kritik. Er ist noch immer in Amt und Würden, was viele kritisieren. Man spricht von einem System Meißner, wo das alles niedergebügelt worden ist, wo das nicht publik werden durfte. Und auch jetzt gibt es Diskussionen, inwiefern Berichte darüber nicht veröffentlicht werden, inwiefern es hier nicht ausreichend Transparenz gibt. Wie sehen denn Sie die Vorgänge in Deutschland? Da gibt es jetzt massenhaft Kirchenaustritte. Ja. Die hat es bei uns auch gegeben, 2010 vor allem war die höchste Austrittswelle, als das Thema Missbrauch bei uns in dieser Massivität aufgetreten ist. Ich kann nicht beurteilen, ob die Deutschen das richtig oder falsch gemacht haben. Ich kann nur sagen, wir haben damals, 2010, wie ich schon gesagt habe, der Bundesregierung vorgeschlagen, eine staatliche Kommission zu machen. Nachdem die Bundesregierung das nicht gewollt hat, habe ich mich an prominente Persönlichkeiten der Öffentlichkeit gewandt. Damals an Karl Korinek, ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichtshofs, ob er sich vorstellen könnte, eine unabhängige Kommission zu bilden. Schließlich hat die Frau Klasnik sich bereit erklärt und hat wirklich unabhängig, und ich glaube, das kann jeder überprüfen, die Kommission ist von der Kirche unabhängig, wurde nicht von uns ernannt. Und wir haben uns an alle Vorgaben dieser Kommission gehalten. Und ich glaube, und das Interessante ist, die Bundesländer und auch wie dann der Skiverband drangekommen ist, die haben alle das Modell der Klasnik-Kommission übernommen, um Missbrauch in angemessener und gerechter Weise zu behandeln. Das heißt, Sie können garantieren, dass es hier Transparenz gibt, dass es keine Vertuschung gibt? Ich kann dafür nicht die Hand ins Feuer legen, weil ich nicht allwissend bin. Ja. Aber ich kann sagen, dass die Art und Weise, wie wir in Österreich in der Kirche mit dem Missbrauchsthema umgegangen sind, auch international große Anerkennung gefunden hat, dass von anderen Ländern gesagt wurde, man hat vier Länder genannt, die exemplarisch damit umgegangen sind, darunter war Österreich. Ja.
Eines noch, was auch in Deutschland eine große Diskussion ist und nicht minder in Österreich, ist überhaupt die strukturelle Veränderung der Kirche, den synodalen Weg, den es in Deutschland gibt, wo man versucht, überhaupt die Strukturen aufzubrechen, die ja dahinter stehen, hinter diesen Phänomenen. Und da geht es auch zentral um die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Es hat eine Initiative gegeben oder gibt die Maria 2.0. Und die Initiatorinnen sind vor kurzem aus der katholischen Kirche ausgetreten. Mhm. Es gibt auch in Österreich sehr viele engagierte Frauen, die sehr frustriert sind, dass da gar nichts weitergeht. Haben Sie Hoffnung oder treten Sie dafür ein, dass es hier noch einmal ein verdichtetes Nachdenken gibt, ob man auf diese Gaben und Fähigkeiten einfach verzichten kann? Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, der Papst selber hat jetzt die italienische Kirche aufgefordert, einen synodalen Weg zu beginnen. Ja. Ich glaube, es ist noch ein anderes Land. Auf jeden Fall, der Papst selber hat das begrüßt. Ob es so angelegt wird in Italien, wie es in Deutschland angelegt worden ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt erst in den ersten Versuchen und ersten Schritten. Also Synodalität, das heißt, was heißt Synodalität? Dass man gemeinsam geht. Synodos heißt zusammengehen, zusammen einen Weg gehen. Das ist das große Anliegen von Papst Franziskus. Die nächste Bischofssynode wird über Synodalität gehen. Das ist einmal begrüßenswert. Ich hoffe, dass der deutsche synodale Weg gut gehen wird. Was die strittigen Themen betrifft, da sind wir sicher noch lange nicht am Ende. Ich glaube, es ist jetzt kein Ausweichen. Ich glaube, es ist eine Situation, die weltweit alle Religionen betrifft. Ich habe, wenn wir Zeit haben, eine ganz kurze Anekdote. Der Herr Bundespräsident hat die Häupter der Religionen in Österreich, der anerkannten Kirchen und Religionen, zu einer Begegnung eingeladen in die Hofburg, hat eine Rede gehalten und ich durfte dann eine Antwort darauf geben. Und habe in die erste Reihe geschaut, da saßen also die Häupter der Religionsgemeinschaften. Und dann habe ich zum Bundespräsidenten gesagt, Herr Bundespräsident, ich stelle fest, die zweite Hälfte der Menschheit fehlt in dieser Reihe. Ja. Es war in allen Religionen, waren nur Männer da. Ja. Das ist jetzt nicht ein Ausweichen, aber es zeigt eine Grundfrage, die vielleicht nur kulturell ist oder vielleicht hat sie auch tiefere Zusammenhänge, ich weiß es nicht. Ich bin fasziniert von dieser Frage. Und wir können sicher sein, sie taucht in allen Religionen auf. Im Judentum, im Islam, langsamer als im Christentum. Sie ist da. Die Frage ist ja, wie die Kirche oder wie Religionen mit der Gesellschaft im Gespräch bleiben. Und die Gesellschaft verändert sich. Das zeigt sich bei dem nächsten Punkt, den wir ansprechen wollen, nämlich der Frage, ob die Autonomie im Leben sich auch zeigt dann in einer Autonomie im Sterben. Es hat große Aufregung gegeben über ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs, dahingehend, dass ein generelles Verbot von assistiertem Suizid verfassungswidrig ist. Das heißt, man muss hier innerhalb eines Jahres überlegen, wie das Gesetz repariert werden soll. Es ist jetzt nicht überraschend, dass die Bischofskonferenz, die katholische Kirche, sich hier sehr kritisch gezeigt hat und warnt, vor einem kulturellen Dammbruch warnt. Warum? Was befürchtet man? Die Kirche ist in diesem Punkt gar nicht alleine. Sehr beeindruckend ist die klare Stellungnahme der Ärztekammer. Ich erinnere an einen Text von Frau Dr. Bittermann, die hier ganz klar kritisiert hat, das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs. Natürlich ist der Verfassungsgerichtshof ist souverän und der Gesetzgeber muss das jetzt in konkrete Gesetze umsetzen. Ich habe daran erinnert und wir Bischöfe haben daran erinnert, bisher gab es in Österreich einen Konsens aller politischen Parteien, aller Parlamentsparteien, dass der österreichische Weg der Palliativmedizin und der Hospizbewegung ist. Das heißt, nach dem berühmten Satz von Kardinal König,
kurz vor seinem Tod hat er das an den Verfassungskonvent geschrieben, der Mensch soll an der Hand eines anderen sterben und nicht durch die Hand eines anderen. Und die Skepsis gegenüber dem assistierten Suizid ist generell, sie ist nicht ein kirchliches Thema. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Und die Erfahrung von Holland, Belgien, Schweiz, wo das dann kommerzialisiert wird, sollte uns eine deutliche Warnung sein, dass die Gesetzgebung, die jetzt notwendig ist, bis Ende des Jahres, von Seiten der Bundesregierung und dann dem Parlament, dass diese Gesetzgebung sehr vorsichtig sein muss, dass hier nicht ein Dammbruch geschieht. Aber muss man nicht auch die Realität sehen, dass die Menschen immer älter werden, dabei aber oft nicht gesund sind? Die Medizin leistet Großes, Menschen siechen dahin jahrelang. Und ist es nicht auch ein Recht der Menschen selbst zu sagen, ich verzichte auf das, ich möchte in Ruhe und Frieden auch sterben? Vielleicht? Dazu gibt es die Patientenverfügung. Ja. Und ich muss selber gestehen, ich habe meine Patientenverfügung noch immer nicht gemacht. Ich kritisiere mich hier öffentlich. Ja. Ich glaube, das ist sehr zu empfehlen. Ja. Natürlich werde ich in meine Patientenverfügung hineinschreiben, bitte keine exzessiven Therapien. Ja. Nicht Therapie um jeden Preis. Gibt es eben Situationen, wo eben eine Art helfende Hand notwendig wäre, wenn man diesem Wunsch entsprechen will? Das lehnen Sie kategorisch ab. Das ist eindeutig abzulehnen. Wenn es im Einzelfall passiert, wird man sicher mildernde Umstände zu betrachten haben. Das ist Sache der Justiz. Aber wir haben die Möglichkeit der Palliativmedizin und wir haben die Möglichkeit der Patientenverfügung. Ich muss nicht mich darauf einstellen, dass mit mir endlos mit Maschinen gearbeitet wird, nur um mich noch ein bisschen länger am Leben zu halten. Papst Johannes Paul II. Hat sehr beeindruckend am Schluss seines Lebens gesagt, bitte keine Maschinen mehr. Ja. Lasst mich sterben. Ja. Gut, kommen wir zu einem anderen Punkt, wo Menschen am Rand sind, anders als hier in der existenziellen Frage des Sterbens. Aber es geht um Menschen, die auch unsere Solidarität brauchen, nämlich Menschen auf der Flucht, die um Asyl bitten. Es gibt hier, wie man ja weiß, unwürdige Zustände mitten in Europa oder auf europäischem Boden, sei es in Griechenland, sei es jetzt auch in Bosnien. Sie haben im Herbst 2020 schon von Bildern des Elends gesprochen, die zum Himmel schreien. Jetzt hat sich bisher nichts getan. Die Regierung spricht von Hilfe vor Ort. Vor Ort war der Herr Bischof Hermann Klettler kurz vor Weihnachten und hat gesagt, das kann man eigentlich jetzt nicht mehr mittragen. Es ist nicht mehr verständlich, warum hier Menschen, die helfen wollen, das nicht dürfen. Muss die Kirche hier im Sinne des biblischen Auftrags nicht noch deutlicher sagen, das geht so nicht, hier muss gehandelt werden? Ich glaube, wir waren sehr deutlich, ich habe selber klar und deutlich gesagt, bitte nehmen wir 100 Familien, besonders bedrängte, bedrohte Familien oder belastete Familien, vor allem Familien, die eh schon eine Asylgenehmigung haben. Ja. Denn viele dieser Flüchtlinge haben Asyl, aber sie können mit diesem Asyl nichts anfangen, weil sie auf den Inseln festgehalten sind oder gut, viele sind inzwischen doch auf dem Festland. Ein erster wichtiger Punkt. Ich stimme der Bundesregierung zu und jeder vernünftige Mensch wird das sagen. Natürlich ist die Priorität Hilfe vor Ort. Und zwar nicht erst am Flüchtlingsort, sondern dort, wo die Ursachen sind. Ja. Und da gäbe es eine Gewissenserforschung Österreichs und Europas, die der Papst immer wieder in Erinnerung ruft. Jetzt schon, die Waffenlieferungen. Die Waffenlieferungen. Österreich verdient ganz kräftig an den Waffenlieferungen in die Kriegsgebiete. Ja, Deutschland, Frankreich, England sind die großen Waffenlieferer Europas. Ja, und wir produzieren die Flüchtlinge und das Elend, indem wir
Ich hatte eine Gelegenheit, mit der amerikanischen Regierung, mit dem Vizepräsidenten in Washington zu reden. Ich sagte, bitte, bitte, machen Sie doch endlich Frieden in Syrien. Die Amerikaner und die Russen, der Iran und die Türkei, tut euch doch zusammen. Schaut doch auf das Elend der Menschen. Aber stattdessen, Amerika liefert Waffen, Russland liefert Waffen und Europa beteiligt sich ganz kräftig daran. Die Impfstofffrage wird das noch beschleunigen, das wird den Migrationsdruck noch steigen. Aber jetzt ganz konkret, man weiß, also sozusagen die ÖVP ist hier nicht bereit, sich zu ändern. Das heißt, wenn Sie sagen, es muss auch vor Ort geholfen werden. Dazu gehört einfach auch die Evakuierung der Lager vor Ort. Also die Leute sagen, es sind so viele Menschen dort, hier muss evakuiert werden. Ja, wir sagen es, wir wiederholen es. Wir sagen aber auch, es ist eine europäische Aufgabe, es ist eine österreichische und eine europäische. Es gibt genügend Bürgermeister, es gibt genügend Gemeinden, die bereit sind, hier Asyl erhalten habende Familien aufzunehmen. Ja. Aber trotzdem bleibt die große Frage, wie man die Flüchtlingsursachen bekämpft. Und das ist, und darum betone ich so dieses Waffenthema, das wird in Österreich, in Europa verschwiegen. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Herr Kardinal, Sie sind seit 26 Jahren im Amt. Der Papst wünscht, dass Sie weitermachen. Was wünschen Sie sich? Werden Sie nächstes Jahr zu Ostern um diese Zeit wieder hier in der Pressestunde sitzen? Ich danke dem ORF, dass ich seit vielen Jahren, ich glaube gute 20 Jahre, immer am Palmsonntag in die Pressestunde eingeladen bin. Das ist ein großes Privileg. Bin sehr dankbar dafür. Der Papst hat kein Datum genannt für meine Nachfolge. Eines ist sicher, es wird einen Nachfolger geben. Wann der kommen wird, weiß ich nicht. Ich bin dankbar, dass ich genesen bin, dass es mir deutlich besser geht. Ich kann im Moment den Dienst weitermachen. Aber Sie behutsam. Verspüren keine Amtsmüdigkeit? Ich spüre im Moment keine Amtsmüdigkeit, aber ich spüre den Bedarf, dass wirklich bald und zügig an einen Nachfolger gedacht wird. Das wird wer sein? Das weiß im Moment, glaube ich, nicht einmal der Papst. Herr Kardinal Schönborn, ich bedanke mich, dass Sie sich an diesem Feiertag für uns Zeit genommen haben. Danke an die Kollegin von der Zeitung Die Furche. Auf ORF2 geht es weiter mit aktuellen Corona-Fragen an Heinz Fassmann, unseren Bildungsminister. Es geht um die Universitäten und die Schulen. Der Bildungsminister ist Gast im Parlamentsmagazin Hohes Haus bei Rebecca Salzer. Am Abend nach der Zeit im Bild 2 diskutiert dann Claudia Reiterer im Zentrum mit Expertinnen über die dramatische Lage in den Spitälern und fragt nach, wie lange die verordnete Osterruhe anhalten wird. Diese Pressestunde können Sie natürlich auch in der ORF-TV-Thek anschauen oder als Podcast auf allen gängigen Plattformen nachhören. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntag und danke fürs Zuschauen.